Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mein Clone. So. Gegen Stunt Definition. So, okay. Wir verschwinden von hier aus diesem tristen Ort. So. Wo können wir hier am günstigsten runter? Ich glaube mal da hinten. Hier geht's am unqualvollsten. Okay. So, hier trägt ein bisschen Kohle. Und da wir keine zu finden scheinen, nehme ich alles mit, was wir in die Finger bekommen. Bringen Sie nicht! Das Leben ist lebenswert. Hat mir mal mein Mathelehrer gesagt, kurz bevor er mir den 6 gegeben hat. Damit hatte ich nicht gerechnet. Okay. So. Oh, ich habe ein bisschen Kohle. Frage ist, kommen wir hier? Ja, hier kommen wir einige. Oh, wirklich sogar. Ernsthaft? Danke. Hier kommen wir sogar relativ günstig wieder raus. Wo sind denn meine Manieren? Erstmal hier ausleuchten. Oh ja. Doch, hier gibt es schön Kohle. Sehr schön. Wir fangen mal vorne an. Wie viel Kohle es gibt. Hier war ich. So, hier ist keine Kohle mehr. Okay, ab zum nächsten Ort. Das wäre dann da. Ich höre Schritte. Ich höre schon wieder Schritte. Jetzt habe ich Wassergeplätscher. Da ist irgendwas. Ich weiß das genau. Ich kann mich aus mit Horror spielen. Regel Nummer 1, zu den gruseligen Sachen immer hingehen. Regel Nummer 2, wenn ihr zu mehreren Personen unterwegs seid, immer aufteilen, damit die einzelnen Personen möglichst ungeschützt sind. Aber die wichtigste Regel, immer Taschenlampen mitnehmen, wo die Batterien gerade mal 5 Sekunden reichen. Am besten so Schüttellampen. Mit deren Aufladeprozess kennen sich die meisten dann doch relativ gut aus. Okay, komm. So. Ich höre hier Schritte, die nicht von mir kommen, die vielleicht auch gar nicht von dieser Welt kommen. Also los, lauf mehr, damit ich mich orientieren kann, von wo sie kommen. Da ist so ein da ist Eisen, oder? Ah, wie schön wäre es, wenn es hier so eine Taschenlampenmod geben würde. Wo man einfach so ein Beam. Oh, hier gibt es ja ein bisschen Kupfer. Okay, interessiert das aber erstmal nicht. Da ist auch Eisen. Aber ganz ehrlich, Eisen ist uns gerade sowas von Rille, weil da haben wir noch zwei ganze Stacks von uneingeschmolzenem Eisen. Gut, ich hoffe mal, von hier unten kann erstmal nichts hochkommen. Da oben ist auch relativ ausgeleuchtet. Das heißt, wir sollten hier erstmal relativ sicher sein.
Das Einzige, was uns hier gefährlich werden könnte, wären Skelette, die mit Pfeilen schießen. Und ja, ich werde natürlich das Eisen, wo wir rankommen, natürlich mitnehmen, keine Frage. Aber ich werde jetzt nicht extra mich, wo auch immer, dahin begeben, um das Eisen abzubauen, weil das fällt eh runter. Obwohl, ganz ehrlich, eigentlich wird das gar nicht so weit runterfallen. Ja, doch, geht. Gut. So. Das Wichtigste ist, wie gesagt, Kohle. Wir brauchen ganz viel Kohle. So, dann gehen wir erstmal nach... Oh, Kohle. Wir gehen erstmal nach da hinten, da ist auch noch sehr viel Kohle. Und leuchten da mal schön auf. Spring like a champ. Gut, draußen ist dunkel. So, die erste Spitzhacke ist schon mittlerweile fast weg. Weißt du was, wir machen mal uns hier ein bisschen sesshaft. Dann können von da oben keine Monster reinstolpern. Und wir können gleich auch noch eine Axt bauen. So, wieder Einstiegsposition gesetzt. Gut, danke. Bram, bram. Und dann bram, bram. Dankeschön. Und Dankeschön. So. Das war jetzt so nicht geplant. Danke. Da sind jetzt noch Eisen. Den nehmen wir natürlich auch mit, wenn sie so willig liegt. Das Luder. Auch noch mehr. Und. Stimmt, wenn die Sachen brechen, während man etwas abbaut, dann bricht man selber auch ins Essen. Dann bekommt man das gar nicht. Oder? Ich habe gerade zumindest nicht dieses, ich nehme etwas auf Geräusch gehört. Wow. Das Bett ist sehr laut. Gut, dann steigen wir da jetzt mal in the Abyss. Auch wenn ich mir das ehrlich gesagt nicht wirklich traue, weil es sieht nicht so aus, als wenn wir da relativ günstig wieder hochkommen. Ich meine, wir können gucken, ob wir uns runter bauen können, aber die Wand hier sieht doch sehr steil aus. Das ist quasi direkt eine Steilvorlage zum Sterben. Oh mein Gott. Da? Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir sind tot. Und jetzt so? Ja, perfekt. Okay, das heißt, wir kommen da unten erstmal gar nicht so gut rein, ne? Da habe ich auch schon wieder ein Skelett unten gesehen. Das heißt, da hängen auch schon Pfeile rum. Das heißt, wenn wir da unten nicht vorsichtig genug sind, werden wir nur abgeschossen. Schön viel Eisen, da ist Eisen, da ist Eisen, da ist ganz viel Kohle. Schön mit den Pfeilen markiert. Sind leider keine roten Pfeile, also nicht YouTube-kompatibel, aber hey. Tja, ich weiß nicht, steigen wir da herab? Ich meine, da hinten sieht es relativ begehbar aus. Wir probieren es mal. Mit Gemütlichkeit. So, hier zum Beispiel. Hier kann man noch schön abbauen. Machen wir uns einen schönen Weg da hinten hin, so ungefähr, so in die Richtung. Dann erstmal ein bisschen Licht. Oh, hier haben wir auch noch Eisen. Passt doch. Ist das ja auch direkt schon wieder gelohnt hier. Sehr geil. Und das war gerade mal eine Stelle. Hier ist die nächste. Wie gesagt, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in die Reichweite von dem Skelett kommen. Sonst werden wir skelettiert. We need more light. So.
Lieber Skelett, wo bist du? Ah, hier ein bisschen Licht. Oha. Oh, Alter. Zum einen müssen wir uns ja aufpassen, dass wir uns hier nicht irgendwo verbauen, dass wir nicht mehr rauskommen. Aber zum anderen gibt es natürlich so vertikal schön viel Kohle, dass man sich hier gar nicht verbauen kann. Aber andererseits bauen wir halt so auch so viel Cobblestone ab, dass wir uns hier zum Glück immer gerade nach oben bauen können. So ungefähr. Also mittlerweile müssten wir wieder relativ viel Kohle haben, ne? So, hier kommen wir raus. Hier kommen wir raus. Okay, hier kommen wir auch noch hoch. Das ist auch sehr gut. Okay, das heißt, wir können uns von hier aus in die Richtung weiterbauen. Und kommen jetzt aber langsam in die Reichweite von einem fucking Delfin. Nicht, hier. Oktopus. Der Tentaken. So, wo ist dieses fucking Skelett? Ich trau den hier nicht. So, da oben war doch auch noch was, oder? War da oben nicht noch? Nö, hier ist nichts mehr. Okay, gut. Das heißt, wir können langsam da unten reingehen. Dann mache ich mal direkt eine Fackel hin, damit wir das eventuell vorhandene Skelett endlich mal sehen. Sag mal, ist es despawned oder was? Oder ist es beim Versuch, uns zu verfolgen, in irgendeine Höhle gefallen? Und hier ist erstmal nur Eisen. Die war natürlich auch sehr dankbar mit, ne? Kann man auch immer mal gebrauchen. Ist halt nur so, dass wir halt noch relativ viel Eisen haben. Deswegen ist das für uns jetzt so erstmal primär nicht wichtig. Ja, das ist er. Hallihallö. So, damit wäre der Geschichte und wir können hier. Oh, hier ist das schon ein Ende. Und hier ist auch nur Eisen. So, hier ist einmal Kohle, genau. Das sah nicht aus wie ein. Ja, das halt mehr ist. Ne? Ja, das haben wir also hier alles erstmal relativ günstig abgebaut. Der gehen wir hier erstmal versuchenderweise wieder raus. Da so. Nee, da so, da. Ne, wo denn jetzt eigentlich? Hallo? Oh, die Fackel wollte ich eigentlich gar nicht abbauen, aber auch egal. Danke. So, hier gehen wir jetzt raus. Au. Da kommen jetzt ein Oktopus her. Was ist los mit denen? So, von hier aus müssen wir da jetzt an die Kohle rankommen, die da irgendwo ist. Ja, genau hier. Und das Eisen. Das ist noch mehr Eisen. Da kommen wir nie im Leben hin. Nee, kommen wir nie im Leben hin.
Dann machen wir es mal ganz billig, ungefähr so hier. So. Haben wir gleich einen Übergang geschaffen. Ich höre schon wieder Schritte, die mir nicht gefallen. So. Alter, wo kommen die ganzen Oktopusse her? Spawnen die hier, weil über uns Wasser ist oder was? Das ist doch nicht mehr normal. Nee, alles. Aber, na gut, ich meine, ich höre ja jetzt halt Wasser. Also hier irgendwo in der Nähe muss Wasser schon sein, aber... Direkt über uns ist erstmal bloß Wiese. So, gut, dann verschwinden wir mal von hier und nehmen gleich mal die ganzen Fackeln wieder mit. Wobei, ich packe mal hier bei den Ausgängen immer mal so ein, zwei Fackeln hin, damit wir wissen, dass wir hier schon mal waren. So ungefähr. Ja. Dann rennen wir hier in Zukunft nicht immer wieder rein, weil wir denken, oh, unerforschte Höhle. Mhm. Ich meine, gut, für den Fall, dass wir irgendwann mal Verwendung für der Kupfer da unten haben sollten. Ich meine, das könnten wir hier natürlich noch abbauen, aber abgesehen davon ist hier halt nicht mehr. Weißt du was? Bevor wir es später bereuen. Let's go. Es kann keiner später sagen, wir haben es nicht mitgenommen. Wir sind mittlerweile auch schon voll. So, hier oben war eine Fackel. Und dann war da noch eine Fackel. Hey. Aber gut, das war ja sehr genial. Geronimo. So. Und auf einmal ist es hier gerade schon dunkel. Jetzt wollen wir nie wieder raus. Ah, leck mich doch. So, die kommen nach oben hin, dann können wir sie wenigstens später wieder abbauen. Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. So. Oh, leck mich aber Arsch, Alter. Raus hier. Goddammit. Aber ich sterbe hier gleich. Und zwar Verzweiflung. Apropos Verzweiflung, da ist noch eine Fackel, die wir nicht abgebaut haben. Egal. Haben wir noch was da gelassen? Nö, ne? Nö. Okay. So, die Fackel lassen wir, beziehungsweise wir machen mal hier vorne eine hin, die wir dann auch direkt vom Höhleneingang aus bewundern können, so da so zum Beispiel. Ja, damit wir später wieder wissen, ne, hier waren wir schon mal drin. Das ist ja aber nicht so gut zum Rauskommen. Ja, für ein Coming Out gibt es echt bessere Orte. So. In welche Richtung zum verfickten Figifig ist unser Haus? Müsste doch da hinten sein, ne? Müsste da... Nee. Doch, genau, müsste da sein.
Doch, klar, müsste da sein. Ach nee, halt! Das ist der falsche Wasserfall. Das ist der richtige Wasserfall. Unser Haus ist da irgendwo. Da ist auch noch ein Wasserfall. Auf jeden Fall muss unser Haus da hinten sein. Da bin ich mir jetzt gerade zu ungefähr 3% sicher. Na, 2,9. Oh. Wir haben, by the way, eine Magersucht. Doch, unser Haus müsste da sein. Da bin ich mir jetzt schon zu 4% sicher. Und es sind schon sogar schon 5%. 7%. Ja, die 6 habe ich übersprungen. Merkt ihr? Und 20%. 50%. Na, ist aber 100%, Alter. Ja, bumm. Gefickt die Fickt. Sehr geil. So, wie viel Kohle haben wir jetzt mittlerweile? Wir haben, wow, 3 Stacks. Okay, das sollte erstmal für die Zukunft ein bisschen reichen. Dann können wir jetzt tatsächlich anfangen, unten bei dem Keller wieder weiterzubauen. Da können wir jetzt wieder schön viele Steine einschmelzen. Das ist doch sehr praktisch. Achso, so, so. So, reine mit dir. Ah ne, halt, ist ja Gravel. Reine mit dir, reine mit dir und reine mit dir. Ist aber Cobblestone. Reine mit dir. So, der Rest kommt hier rein. Weg, 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 weg. Oh, 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 oh. Gravel ist full. Schmeiß ich den Rest jetzt. Komm, okay. Erstmal kommt der Rest hier mit rein, der eine Stack. Und wenn es denn doch irgendwann überhand nehmen sollte, entweder brauchen wir denn noch eine Kiste extra für Gravel. Na gut, da hätte ich die ganze Gravel also gar nicht abbauen müssen. Egal. Oder wir schmeißen es wirklich einfach weg. Jetzt erstmal ist das doch nicht so schlimm. So, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Nee, kommst du nicht. Wo kommst du denn rein? Ach da. Nein, doch. Wo bist du jetzt? Da. So, by the way, kommt hier gleich mal du, du, du. Und du und du. Wobei, ist jetzt noch ein paar. Oh, dunkel. Schnell! In die Gruhe! So, weg, 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 weg. Oh. Hä, was machst du denn da? Weg. Gut, die Kohle nehme ich mal hier raus. Weil wir davon jetzt so viel haben, dass ist die Kiste sonst einfach nur zuknüllt. Wobei das überall gilt. Naja, am ehesten würde sie schon thematisch hier reinpassen, ne? Problem ist halt, wir haben hier so viele, viele Beeren und Melonen, dass unser Inventar, also da die Kiste einfach voll ist. So eine Scheiße aber auch. Können wir dann irgendwas rausnehmen? Zum Beispiel können wir das zu Bone Meal verarbeiten. Für andere Sachen brauchen wir die ja, so, glaube ich, sowieso nicht. Und wenn doch, egal. Jetzt haben wir doch auch wieder 2 Slots. Scheiß jemand dann. Eisen können wir schon mal reinschmeißen. Ein Eisenbarren und schon ist es die Kiste wieder voll. Leck mich doch. So, das hier hat auf jeden Fall scheinbar erstmal nichts mit Essen zu tun, oder? Das heißt, wir können die doch zum Beispiel schon mal hier reinschmeißen. Ja, wo bei Essen abfahren wir hier immer diese Sättigung, ne? Die hier, Hungerpunkte und Sättigungspunkte. Und das hatten wir bei dem Pilz gerade nicht gehabt. Also ist der scheinbar nicht zum Essen gedacht. So, by the way, können wir hier auch mal die Dinger reinschmeißen. Und den Wassereimer. Und das Bett. So, wo zum Teufel haben wir eigentlich die Dinger? Ach, sind Kupfer. Die sind Kupfer. Den gehören ja doch hier rein. Ich dachte, das ist ein Ziegel. Sorry. Ja. So, du kommst nach da.
Die Shoppegum, by the way, auch gleich hier mit reinschmeißen. Hier hatte ich bereits eine. So, die Frage ist, wohin mit der Kohle? Ich meine, wir können natürlich hier direkt irgendwo direkt schon mal in die hier, ne, einfach direkt in die Öfen rein platzieren, so frei nach dem Motto, da kommen sie früher oder später sowieso hin. Ja, aber weiß ich nicht, ob ich davon so ein Fan bin. Eigentlich eher weniger. Ja. Ich sag ja, wir müssen den Keller ausbauen. Wir brauchen mehr Lagerplatz. Weil ich will hier nicht noch eine Kiste hinstellen. So just for the fun. Gut, das heißt, wir brauchen das da. Und für das brauchen wir erstmal Stone. Für das brauchen wir Cobble. Das heißt, wir nehmen ganz viel Cobble. Also ungefähr das hier und das hier und das hier. Und dann schmeißen wir das Ganze mal in The Blast Furnace. Der das aber nicht verarbeiten kann. Smoker war ja nur für Essen, ne? Wow, das heißt, das kann ich damit nicht machen, sondern da brauche ich den normalen Ofen. Fick die Henne. Siehst du, ich wollte mal kurz gucken hier, was eigentlich die anderen Sachen da waren. Wir hatten ja hier noch so ein paar Sachen entdeckt. Zum Beispiel die Sachen hier alle. Da brauchen wir Flint und Holz. Wir brauchen Seide und Holz und wir brauchen Eisen und Holz. Die drei Sachen würde ich gerne mal probieren, weil die mir gerade so ins Auge fallen, als das haben wir noch nicht entdeckt. Das heißt, wir brauchen 10-mal Holz. Da. Wir haben 5. Das ist ein bisschen weniger als 10, würde ich mal sagen. Das heißt, wir brauchen. Ach komm. So, dann haben wir also, wir brauchen dennoch, ja, 2-mal Eisen. Weißt du was? Leck mir am Arsch. Du kommst mal da rein. Das sollte funktionieren, ne? Wobei 40 funktioniert nicht. Wir bräuchten eine durch 8 teilbare Zahl. Das heißt, in dem Fall wären es dann bloß 32. So ungefähr. Es ist ja weniger. Wait, what? Bei dem normalen Ofen bekommen wir doch 8 pro Kohle raus. Der verbraucht, der ist zwar schneller, verbraucht aber dafür viel mehr Kohle. Ich dachte, die Kohle hält genauso lange, sodass wir quasi pro Kohle doppelt so viele Ressourcen rausbekommen. Was denn das für ein Bullshit? Ja, nee, der nutzt natürlich den normalen Ofen. Leck mir am Arsch. Das ist ja mal richtig Abfuck. Okay, gut zu wissen. Finde ich jetzt nicht so geil. So, davon brauchen wir 2. Dann brauchten wir 2-mal Eisen und wir brauchten 2. Ach, genau, hier. Flint. So, jetzt. Passt mal auf. Wir brauchen erstmal noch 5 so Holz. So, dann kommt der 2 dahin, der Rest dahin, 2 dahin, der Rest dahin. Und dann kommst du so. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ah, nee, das ist genau, das ist der letzte Schritt. Als erstes brauchen wir das hier. Dann kommt das hier. Und jetzt als letztes kommt das hier. Perfekt. Siehst du, so macht man Massenproduktion. Easy. So, dann haben wir jetzt drei neue Items, die wir mal direkt hier irgendwo. Ja, ich weiß gar nicht. Machen wir einfach. Weißt du was? Du kommst direkt mal weg, wo du bist scheiße. Ist noch was drin? Nö. Du hast hier deine Rolle im Leben gerade verspielt. Genau, das ist dieses Ding, wo man halt Schwerter drauf schmieden kann. So, was bist du? Du kommst mal nach da. Da kann man gar nichts mitmachen, das ist ja auch geil. Und du kommst einfach mal nach da. Da kann man auch nichts mitmachen. Das ist ja kein Rechts, kein Linksklick, kein Rechtsklick. Also Linksklick schon, aber da baust du halt ab.
Ist interessant. Okay. Was machen Sachen? Fletching Table, ja. Und was soll das heißen? Used to create Banner Design. Muss ich da einfach mit dem Banner Rechtsklick draufklicken oder was? Ich dachte, man hat einfach so ein User Interface, wo man den Banner reinlegt oder so. Und das Ding hier schließe ich mir auch nicht. An dieses Hilfe? Das ist Suchen. Ich brauche aber Hilfe. Hilfe! So. Flat. Ich brauche, wo kommt das G her? Gibt's nichts. Ah, das ist ja das Rezept. Ich brauche Hilfe. Ach, da. Das war's. Genau. Gibt es hier keine Suche? Nee, hier gibt es natürlich keine Suche. Sehr geil. Fletching, 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 Fletching. Leider ist diese Liste in keinster Weise alphabetisch sortiert. Das ist so dumm. Fletching Table. So, this is a fledging villager workstation. It currently has no use. Es ist rein dekorativ. Okay, da hätten wir das also schon mal geklärt. Danke dafür. Gut, dann das nächste war Banner. Banner, 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 Banner. So, Banner, 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 Banner. Banana! Banner, 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 Oh mein Gott. Gut. Keine Ahnung. Guck mal nächste Folge. Ja, von daher würde ich mal sagen, sehen wir uns denn dann wieder und gucken wir mal, was so ein paar Blöcke machen. Ne? Bis dann. Wo jetzt? Da jetzt.